Jusen und Rosen Eury hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer kleinen Pickup-Folge. Wobei, da liegt schon einiges. Und ich habe hier den Sven gerade zu Gast. Servus. Grüß dich. Grüß dich. Warum steht der Sven hier? Folgendes. War vor ein paar Tagen an meiner Packstation und dann war plötzlich was drin und ich habe nichts erwartet. Und hab mich aber schon gefreut, so, vielleicht hat jemand, ne, der meine Packstation hat, vielleicht hat mir jemand irgendwas geschickt. Also so spontan. So richtig schon gefreut und so, ne? Ja. Und dann mache ich das auf und dann waren das Naruto-Bücher für den Sven. Oh, dankeschön. Vom Toy Tanner. Dankeschön. Ja, den jungen Mann, den geht ihr mal bitte besuchen auf seinem Channel, macht schöne Flohmarkt-Videos etc. Hat auch viel Figuren, Actionfiguren und so Zeug. Guter Typ, so schreibt mit dem ab und zu, wirklich netter. Und er hat mich vor ein paar Wochen mal angeschrieben und hat dir hier Naruto-Bücher zukommen lassen. Mangas, aber ja. Mangas. Blätter mit Buchstaben drauf. Du meinst ja. Blätter mit Bildern drauf und Buchstaben. Genau. Okay. Stand über mein Haupt. Ja, und wie gesagt, ich hab das schon ganz vergessen. Wie gesagt, es ist ein paar Wochen her und ich so, oh geil, was für mich? So, und dann für den Sven. Ja, passt es? Das ist super. Kommt an die Wand. Gut. Dankeschön. Gut, wir machen weiter und Sven, danke, dass du da warst. Bitte, bitte. Ja, war schön und genug von dir, weil das ist mein Channel. Tschüss. Ciao, ciao. Mama. Los geht's. Wundert euch jetzt, was diese Aufnahmen hier sollen, kann ich ganz einfach erklären. Ich war mit meiner Freundin und mit dem Lenny letzte Woche Sonntag in Fürth, da war nämlich verkaufsoffener Sonntag. Und da bin ich in das ein oder andere Geschäft gegangen, wo es auch Games gab und landete am Ende, davon habe ich aber keine Aufnahmen, warum auch immer, im GameStop. Ja, da gab es noch einen GameStop in Fürth, der nicht geschlossen hat. Dann war ich da drin, habe so ein bisschen rumgewühlt. Hab mich ein bisschen aufgeregt, weil da lag ein Kirby für den 3DS, dieses Roboter, irgendwas Roboto-Game für den 3DS und für den 40er oder so. Ne? Das ist so der gängige Kurs. Ein bisschen Glück findet man es für 35. Und irgendwie habe ich mir gedacht, shit, das hätte ich mitnehmen sollen. Aber egal, da lag noch was anderes und zwar für den DS. Für 7,99 ohne Anleitung gab es ein Call of Duty World at War, wie gesagt für den DS. Hab's natürlich schon mal angezockt und es ist wirklich gut gemacht. Also grafisch für den DS muss man sagen, für einen First-Person-Shooter absolut spielbar. Ne? Und was auch sehr cool an dem Game ist, sind die Gadgets, die man so im unteren Bildschirm hat hier und da, sprich man muss Schlösser knacken oder Mörser bedienen oder Minen entschärfen und das macht man alles am unteren Bildschirmrand. Was man leider auch macht am unteren Bildschirmrand ist das Spiel steuern, also hier oben schießt man, dann hat man zum Beispiel, also hier lenkt man links und rechts. Hier oben ist dann so ein Icon, da kann man dann reinzoomen in den Lauf von dem Gewehr und so schaut man hoch und runter und nach links und rechts, also so schaut man sich um und das ist auf Dauer, wenn man das so in der Hand hat, nicht so ideal. Ich hätte viel lieber, dass man so wie bei der PSP zumindest hier nach rechts guckt, links guckt, hoch, runter, ne? Dann wäre das wesentlich besser gemacht, weil alles in allem dann ein geiles Spiel, also so von wie es gemacht wurde, wie es aussieht auf dem DS, absolut geil. Bleibt auf jeden Fall in der Sammlung, weil lustig fand, das zu finden in offener Wildbahn und so ein ja nicht familienfreundliches Spiel
Und Call of Duty World at War war sowieso schon immer eins meiner Favorite Call of Duties, damals auf der PlayStation 2. Und das war für mich dann No-Brainer. Findet man nämlich auch schwer unter 15 Euro, geht das so im Schnitt. Wie gesagt, hier fehlt halt die Anleitung, ne? Wie man hier sieht, ist nur die Cartridge drin. Aber ja, Call of Duty World at War für den DS für 7,99. Ich habe den Sticker extra drauf gelassen, ne? dass ihr seht, dass es vom GameStop ist. Fand ich okay, war in Ordnung. Gebraucht für 8 Euro, also Noob. Also wenn man sich das holt, dann doch sealed für 3 Euro in der Grabbelkiste bei Toys R Us. Oh mein Gott. Hast du den Anfang ja, na gut, hier, bitte, bitte nimm's. Das ist ja nicht auszuhalten sonst. Ja, danke Jansel. Ein sealed Call of Duty, das ist ja nett. Schaut euch das mal an. Für 2,99 im Toys R Us. Scheinbar hat er das schöne Spielchen gefunden. Ja, das ist ja, ist das geil für meine Sealed-Ecke. Ja, dankeschön, lieber Jansel. Das ist ja nett. Das ist ja nett, der Jansel kann auch nett sein, ne? Wobei, warte mal, da hat er mir ein kleines Goodie noch reingelegt. Also das habe ich auch da eben gegriffen, das habt ihr noch nicht gesehen. Und zwar ein Zettelchen, da steht drauf, hier, geh mal zum Friseur, siehst ja furchtbar aus. Und da hat er mir noch einen Fünfer reingelegt, einen türkischen. Ja, ich habe mich natürlich erkundigt, der Vierrad von Retrojäger hat gemeint, das sind 25 Cent, also kommst nicht weit mit. Aber danke trotzdem, Jansel, aber sollen wir mal zum Friseur gehen, das sagt der, sagt ausgerechnet der, dem endlich mal Bart wächst hier, ne? Ja, vielen Dank, lieber Jansel, und was er dafür wollte, hat er jetzt so nicht gesagt, er gemeint, ey, du irgendwann bist du auf dem Flohmarkt, findest was Cooles und dann hätte ich Interesse und dann gibst du es mir vielleicht. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Ich hatte einen Deal mit dem Bürgermeister, mit dem Flo. Und ihr habt vielleicht schon im letzten ein, zwei Videos da hinten die Ecke gesehen. Und euch ist vielleicht aufgefallen, da hat sich was verändert hier. Das hier, ne? Ich weiß, es ist jetzt unscharf, aber das ist eine Grayskull, eine Vintage Castle Grayskull Figur. Ja, Figur Burg. Und die hat er mir für sagenhafte 20 Euro inklusive Versand geschickt. Mega geil. Sie ist zwar nicht komplett, aber das war mir egal, weil ich stelle sie eh, ne, so wie sie da steht, ins Regal und ich mache sie eh nie auf. Aber er hat mir trotzdem das ein oder andere mit reingelegt, was dazugehört. So. Aber hey, für 20 inklusive Versand will ich mal nicht meckern. Das ist. Diese Burg ist Kindheit pur und das ist der einzige Grund, ne, warum ich will mir normalerweise nichts so Großes in die Sammlung stellen. Das nimmt einen Haufen Platz weg, ihr seht es da hinten, ne? Das nimmt einen Haufen Platz weg, aber das ist so eine krasse Kindheitserinnerung für mich, diese Burg, und ich musste sie haben, ja? Und für den Preis sowieso ist alles dran, die Burgmauer geht auf und zu, es ist mega geil. Also Flo, vielen, vielen Dank, checkt ihn natürlich aus, den Bürgermeister, das Ding ist, bah, das ist Butter für mein Herz, so. Da gab's noch einen Deal dann, eine Woche oder zwei später, und zwar hat er mir für einen 40er inklusive Versand, was ein fairer Preis ist auf jeden Fall, und das Ding ist auch in wirklich schönem Zustand, einmal die Quackshot Mickey Castle of Illusion starring Mickey Mouse Bundle für den Mega Drive. Ja, und wie gesagt, das ist ein Bundle, da sind beide Games drauf. Wie gesagt, einmal das Quackshot und hier sehen wir schon mal das Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Man sagt, das ist das mit schönste Spiel auf dem Mega Drive aus der Disney-Reihe, aber auch das Quackshot. Ich habe beide Games mal kurz angezockt, das Castle of Illusion, das ist wirklich mega geil. Also ich habe es bis zum zweiten oder dritten Level, glaube ich, gespielt. Und ich wollte gar nicht mehr aufhören, das hat wirklich Spaß gemacht. Also man bewegt den Mickey da durch die Level, man befreit natürlich seine Freundin, die Minnie-Maus, die wird natürlich gekidnappt. Und die müssen wir befreien und ja,
irren durch diese Burg sozusagen. Ha, Castle Grayskull. Nee, Spaß. Mega geil, ja. Und wie gesagt, da ist das Quackshot noch drauf. Das ist so ein bisschen... Das ist eher so ein Metroidvania-Style-Game, denn man platformt auch mit dem Donald und man hat eine Waffe oder Waffen und kann schießen und sich verteidigen, aber man muss backtracken, ja. Man kann am Anfang, ähnlich wie bei DuckTales, dass man am Anfang zwischen mehrere Level gleich auswählen kann und man muss zwischen diesen Leveln halt backtracken, weil am Ende vom Level 1 sagt uns einer, ja, du brauchst, um hier weiterzukommen, einen Schlüssel. Den findet man dann in Level 2 oder 3, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Dann fliegt man da wieder zurück und dann kommt man da ein Stück weiter. Und dann kommt man aber an eine Stelle, wo es heißt, so ja, um da hochzukommen, brauchst du die und die Fähigkeit. Die findest du da und da. Und dann muss man da wieder rumfliegen und die Fähigkeit sich erstmal besorgen. Also normal mag ich das nicht so, aber in dem Game macht es mir irgendwie nichts aus, weil man kommt relativ schnell zu besagten Fähigkeiten und Schlüsseln und Items, die man so braucht für das Weiterkommen in diesem Game. Also, sehr, sehr cool und ich brauche das jetzt nicht aufmachen. Das ist, ich kann euch sagen, das ist ein sehr schönes Zustandsmodul. Anleitung ist alles tipptopp. Oben ist die Lasche noch dran. Also, was will man mehr, ne? Flo, vielen, vielen Dank. Sehr geiler Deal. Hat mich sehr gefreut. Also, vor allem im Bundle mit der Burg, ne, für 60 Euro die beiden Kollegen, inklusive Versand. Ne, die kamen aber separat, ne, die kamen nicht in einer Tour. Mega. Flo, vielen Dank. Sehr, sehr geil. So, dann geht's weiter mit, eine schöne Geschichte. Ich habe den Manu von Gaming Mandu kennengelernt. Mir ist aufgefallen, er hat immer wieder mal auch kommentiert unter meinen Videos. Und wo ich aber hellhörig wurde, war, als er unter meinem Video, wo ich das die Audope-KI vorgestellt habe, um Voices und Sound zu verbessern, wurde ich hellhörig, weil er hat geschrieben, oh, danke und ich versuch das mal. So, und dann habe ich natürlich gewartet, bis sein nächstes Video kam und dann habe ich festgestellt, das hat irgendwie nicht funktioniert. Das hörte sich immer noch so an wie vorher, was jetzt nicht schlecht war, aber da geht auf jeden Fall mehr. Dann habe ich ihn gefragt, so, was ist denn da los? So, und er so, ja, irgendwie hat das nicht funktioniert, ob ich ihm vielleicht einen Tipp geben könnte. Und so haben wir uns kennengelernt und seit ein paar Wochen geht's da zwischen uns so hin und her und wir verstehen uns sehr gut und ja, ist einfach ein cooler Dude, ist ein entspannter Typ und ich mag sowas. Und ich werde sogar im Mai, da habe ich eine Woche Urlaub, ist geplant, dass ich mit dem Sven zu ihm fahre. Der wohnt nicht so weit weg, der wohnt irgendwo bei Rosenheim da hinten oder so, 250 Kilometer. Und da fahren wir hin und machen einen schönen Game-Hunting-Day mit Flohmarkt, wenn es geht, und An- und Verkäufe und hast du nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall hat er mir, weil er einfach so dankbar war scheinbar, hat er mir einen Gutschein geschickt für Amazon. Und von, was war das, 25 Euro oder so. Und ich habe mir ein Spiel gekauft, was schon länger auf meiner Liste steht, aber irgendwie fällt das nie wirklich vom Preis. Ich habe da noch 18 Euro drauf gezahlt. Und ich habe ihn gebeten, ey, stell du doch das Spiel mal vor, ne? Dann sehen dich die Leute auch gleich, dann wissen sie, wen ich meine. Und das macht er jetzt auch gleich, aber bevor es soweit ist. Und deswegen wollte ich vorhin lustige Geschichte sagen, weil mir ist da nämlich... Als ich das Paket aufgemacht habe, ich habe mich nämlich gewundert, warum ist das nicht in meinem Briefkasten, warum muss ich das wo abholen gehen. Das war nämlich ein Paket, das war so groß ungefähr. Und das erste, was mir in die Quere gekommen ist aus dieser Kiste, war nicht das Spiel selbst, sondern ein Donkey Kong 64 japanisch und für die Wii sealed ein Wii der Flirty Fun for All. Ja, und ich so, hä, von wem ist denn das Paket? Das ist doch nicht, das habe ich doch nicht bestellt. Dann habe ich draufgeschaut und dann kam das von Verleinix, vom Dominik von Verleinix. Und ich habe das gar nicht gecheckt, als ich das bei Amazon bestellt habe, dass das von denen ist. Und der Domme hat gleich gesehen, ah, das ist der Reed, den packe ich noch was ein. Sehr, sehr cool. Dankeschön, Dominik. Wie gesagt, Verleinix. Checkt die Jungs ab, haben da ein schönes Video mit denen gemacht, auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal anschauen. Auf jeden Fall, ja, die Games, die drin sind, ist einmal, wie gesagt, das Donkey Kong 64.
Und da ist die Besonderheit an dem Spiel, dass man das nicht ohne das Expansion Pack spielen kann. Das Spiel läuft nicht, ja. Man kann, und dieses Expansion Pack, was ja für andere Games teilweise extra Level, bessere, bisschen bessere Grafik, mehr Gegner oder andere Gegnertypen, wie auch immer, einfach Add-ons sozusagen für ein Spiel ist, heißt aber für Donkey Kong 64, dass man das komplett, dass man das haben muss, ja, diesen roten Expansion Pack für die N64, sonst geht das Spiel nicht, ja. Sau cool. Und ein bisschen ein kontroverser Titel, We Dare, Flirty Fun for All. Dieses Spiel wurde in Amerika gebannt. Das ist nicht erlaubt, denn, und das ist totaler Humbug. Wobei, dieses Spiel ist ab 12, ja, und ich blende euch hier mal den Trailer zu diesem Spiel ein. Und dann denke ich mir, Alter, was wollen die hier 12-Jährigen verkaufen? Was soll das? Was soll das? Und das Spiel selber ist sowas wie Flaschen drehen. So gesehen, und es beinhaltet 2-3 Games, was den Amis ein bisschen zu krass war, wie in Europa und in Australien kann man das Spiel ganz normal kaufen. Aber da gibt es zum Beispiel ein Spiel, da muss ein Dritter so den Wiimote so runterbaumeln lassen und die zwei anderen müssen so mit der Zunge, mit der Nase so versuchen, die Knöpfe zu drücken, damit das so im Spiel aussieht, als würde man einen Apfel essen. Und noch eins, wo man jemanden übers Knie legen muss, den Wiimote in die Arschbacke. Und im Spiel sieht man, dass man drauf tappen muss auf den Arsch im Trailer. Aber in Wahrheit muss man den Kollegen wippen. Aber die Amis sagten, nee, das geht nicht, das wollen wir nicht. Auf jeden Fall, Dankeschön für die Goodies an den Dominik. Wie gesagt, die Jungs von Verleinix einfach nur dufte. Ja, jetzt kommen wir zum Spiel, was ich mir aber eigentlich bestellt habe. Wie gesagt, 18 Euro habe ich da noch drauf gezahlt. Und der Manu wird uns jetzt gleich was erklären zu dem Spiel. Und worum geht es überhaupt? Auf der Switch geht es um Sifu. Und Manu, bitteschön. Jo Leute, ich bin der Manu und erzähle euch heute ein bisschen was zu dem Spiel Sifu. Bevor ich damit anfange, möchte ich mich mal bei euch vorstellen. Die meisten von euch werden mich wahrscheinlich nicht kennen. Wie gesagt, ich heiße Marlo, bin 30 Jahre alt und bin leidenschaftlicher Videospielsammler. Vor circa 2 Monaten habe ich mir gedacht, hey, du könntest eigentlich auch mal so einen kleinen YouTube-Channel machen und dort deine Pickups zeigen. Das habe ich dann auch gemacht und ja, irgendwie ist der Rhee auf mich aufmerksam geworden und habe mir dann auch mal in den Kommis ein bisschen Kritik dagelassen. Die habe ich mir auch gerne zu Herzen genommen und habe dann die letzten Wochen wirklich viel mit dem Rhee hin und her geschrieben. Er hat mir viel geholfen bei meinem Ton, mit meinem Schnittprogramm. Ich konnte ihn wirklich immer fragen, wenn ich was wissen wollte, weil ich halt einfach noch nicht viel Plan davon hatte. Und ja, als kleines Dankeschön habe ich ihm letzte Woche einen Amazon-Gutschein geschickt. Er hat sich sehr darüber gefreut und hat sich das Spiel Sifu davon gekauft und hat mich jetzt heute hier eingeladen, ein kleines Review dazu zu machen und euch ein bisschen was über das Spiel zu erzählen. In dem Sinn wünsche ich euch ganz viel Spaß und fang direkt an. Sifu ist am 6.2.2022 für den PC und alle gängigen Konsolen released worden. Es ist ein Indie-Game und es ist ein Beat'em-up-Adventure. Sifu ist ein reines Story-Spiel, hier gibt es also keinen Mehrspieler-Modus. In dem Spiel geht es darum, ihr spielt den Sohn oder die Tochter eines Kung-Fu-Meisters, welcher getötet wurde, und ihr müsst euch dann somit auf den ultimativen Rachezug begeben und den Tod eures Vaters rächen. In dem Spiel kämpft ihr euch durch 5 lineare Levels, die alle sehr abwechslungsreich und kreativ gestaltet sind. Ihr werdet hier auf viele Gegner treffen und habt einige Bosskämpfe vor euch. Das Spiel ist bockschwer, es gibt keine Checkpoints, das heißt, wenn ihr drauf geht, müsst ihr das Level wieder von vorher beginnen und werdet sogar älter. Ne? Also man startet in dem Spiel mit 20 Jahren und je nachdem, wie oft man stirbt, wird man halt älter. Das Coole daran ist, umso älter ihr werdet, umso stärker werdet ihr, eure Angriffe verbessern sich. Das Schlechte daran ist, eure Verteidigung wird natürlich auch immer schlechter, ne? Weil umso älter man ist, umso langsamer wird man. Das ist quasi so ein Pro und Contra, ich finde das aber ziemlich cool, kenne das auch nur so aus dem Spiel, also mir ist kein anderes Spiel bekannt, wo das auch so ist. Und ja, ich habe es mir jetzt auch mal bestellt, bin gespannt drauf, wie es ist und gebe jetzt die Kamera wieder an den Rhee weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Game, danke auch für die Einladung hier auf deinem Channel und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Leute. Ciao. Und hier haben wir das gute Stück hier, ne? Also ich muss sagen, Microids, ne, die Publisher oder die Macher? Ne, die Publisher auf jeden Fall. Microids sind für mich die Kings
des Mehrwerts. Also das, was man bekommt für das Geld, was man bei denen ausgibt, ist phänomenal. Ne? Wir sehen hier, hier gab es ein Steelbook, hier gibt es ein Artbook, gibt es Artcards und so ein Schuber. Und das ist mein erstes Steelbook für die Switch und ich habe es mir explizit für die Switch gekauft. Ich weiß, die PS5-Version wird ein bisschen die bessere Grafik haben. Die Version läuft dann auch mit 60 FPS, die Switch-Version läuft nur mit 30. Aber wie gesagt, die Welten waren mir da jetzt nicht zu groß, sodass ich sagen konnte, ey, für die Switch kann ich mir das bestellen. Und wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Steelbook. Ja, wie gesagt, mein erstes Steelbook, soweit ich mich erinnern kann. Ja, hier könnt ihr gerne den Soundtrack runterladen, ne? Halte ich euch ein bisschen näher, ne? Könnt ihr kurz pausieren. Gerne den Soundtrack runterladen. Also wirklich eine schöne Geschichte hier, ne? Diese Artcards. Und ja, mir hat, wie gesagt, auf jeden Fall schon immer diese Prämisse von dem Spiel gefallen, dass man, wenn man, dass man jung anfängt, und dann älter zurückkommt, aber stärker, aber dafür hält man nicht mehr so viel aus. Also das ist schon irgendwie geil und ich bin mal gespannt. Na, das steht ganz, ganz hoch auf meiner Liste. Ich zocke ja gerade ein Spiel, was wir hier gerade sehen, gleich zocke ich ja. Und das werde ich definitiv nebenbei zocken. Manu, vielen Dank für den Gutschein und wir sehen uns bald bei dir, hoffe ich dann. Wie gesagt, im Mai ist das dann soweit, Mitte Mai. So, weiter geht's. Der nächste Amazon-Kauf war für 27,99. Das hätte ich zwar auch gern ein bisschen günstiger gehabt, aber irgendwie fiel das nie so wirklich unter 29. Und hier habe ich es mal für einen kleinen Rabatt, gab es da 27,99. Da gab es auf der Switch auch Arcade Paradise. Und wer Arcade Paradise nicht kennt, auch das habe ich mal kurz angezockt, man spielt einen jungen Mann, glaube, der ist im Spiel 16, 17, 18, irgendwie sowas. Glaub, wir heißen da Ash. Und unser Vater hält uns so für ein bisschen, wie so, also für Nichtsnutz so ein bisschen und meint so, ey, ich habe da so eine alte Waschhalle und da fängst du jetzt an zu arbeiten und du managst das mal, damit du ein bisschen lernst, wie man im Leben Verantwortung übernimmt und überhaupt. Und im Spiel gilt es, diesen Laden in Schuss zu halten, aufzuräumen, die Wäsche zu waschen, Müll wegzuschmeißen und so weiter, die Toilette sauber zu machen. Und so verdient man Geld, die man dann wiederum in Spielautomaten stecken kann, die man hinten im Lagerraum aufstellt, ja, weil das eher unsere Passion ist, es ist Gamen. Und dann kann man sich so, glaub, was war, bis zu 40 Automaten oder 35 Automaten kann man sich da reinstellen. Und ich muss sagen, die zwei bzw. drei Automaten, die drin standen und den einen, den ich mir gleich am Anfang habe kaufen können, die Spiele machen Bock, ne? Also ich sehe schon kommen, das wird wirklich Spaß machen. Ich weiß nur nicht, wie die Langzeitmotivation ist, da wirklich alle 35 zu sammeln, denn man macht wirklich immer das Gleiche dann. So wie ich es verstanden habe, ne? Man geht dann wieder raus und räumt auf und wäscht die Wäsche und schmeißt sie in den Trockner, hebt den Müll auf, bringt den Müll raus und ich weiß nicht, ob es da großartig mehr Wege geben wird, da Geld zu verdienen. Und ja, ob das eine Langzeitmotivation bietet, da wirklich alle Arcades zu sammeln, weil ich habe mir auch sagen lassen, es dauert ein bisschen, ne, mit der Kohle, die sind auch nicht alle günstig, diese Automaten und naja, auf jeden Fall, das Spielchen haben wir hier und auch hier, sehr schön, innen, ne, schönes, hier King Wash, das ist unsere Waschhalle und hier ist ein schönes Poster drin, ne, ist geil, ich liebe sowas einfach und deswegen, ja, mega, sei gelobt an die Publisher, ne, dass die da ein paar Goodies mit reingeschmissen haben. Und auch hier habt ihr die Chance, euch einen Soundtrack. Hier sind auch ein paar Aufkleber dabei. Und hier habt ihr auch nochmal die Chance, den Soundtrack euch runterzuladen. Hier ist der Code. Wer auch immer den ersten Soundtrack sich gegönnt hat, falls du jetzt wieder schneller bist, lass doch einen anderen. Ja? Komm. Ne? Geben und nehmen hier. So,
Arcade Paradise, 27,99. So, dann gab es für 19,99 das Spiel 13 auf der Switch. Ja, ich habe das auf der, ich glaube, ich habe das damals, wenn ich mich recht erinnere, auf der Xbox Classic gespielt. Xbox Classic oder GameCube, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich war sehr beeindruckt damals von der, von diesem Cell-Shading-Art-Style. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe und ich fand das mega geil. Das war echt, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das Spiel selber hat auch Spaß gemacht. Die Story ist jetzt ein bisschen, für mich persönlich ein bisschen uninteressant. Es ist halt so ein Agentending, wo man irgendwie aufwacht und man wird beschuldigt, den Präsidenten getötet zu haben. Es wird hier den Mord an John F. Kennedy nachgestellt. Und wir sollen der Mörder sein und wir sind so halt auf der Flucht und müssen unsere Unschuld irgendwie beweisen, mehr oder weniger. Ne? Und man rennt da halt rum und schießt die Gegner tot. Und ich muss sagen, ich spiele es auf normal und die Gegner sind nicht sehr schlau in dem Spiel. Sie stehen oft wirklich einfach und stehen da und ohne sich zu ducken oder sonst was. Aber egal, ich spiele das mehr für das Visuelle und es reicht mir so, ne? Also für den Preis kann man echt nichts sagen. Ich habe das Spiel auch auf der PS5 in einer schönen Steelbook-Variante mit schönen Goodies drin und ich werde das auch behalten auf jeden Fall. Aber ich wollte es nochmal für die Switch, denn im Gegensatz zur PS4-Version, meinte ich, ist das gerade durch die Limitierung für die Switch, kommt das mehr ans Originale. Weil die PS4-Version, die ist, man sieht schon diesen Cell-Shading-Look, aber das ist mir trotzdem fast zu realistisch gemacht von der Grafik. Und 13 auf der Switch, gerade durch diese Limitierung, sieht das mehr nach dem Original aus. Und deswegen wollte ich das nochmal in die Sammlung stellen. Und ja, wie gesagt, 19,99 habe ich mich mal nicht lumpen lassen, habe es nochmal mitgenommen. Auch hier wieder von McCroyds. Und hier haben wir ein, und jetzt kommt aber ein Aber. Vorhin habe ich sie noch gelobt, ne, mit dem das meiste für sein Geld. Aber wie gesagt, hier haben wir nur 20 Euro bezahlt. Hier haben wir einen schönen Klarsicht-Schuber, aber wenn wir es aufmachen, uiuiui, das bin ich nicht gewohnt von McCroyds, ne? Also, das Spiel ist in der Switch, deswegen fehlt das hier. Ja, ne? Aber, wie gesagt, dafür habe ich noch meine PS4-Version, da sind wiederum Goodies drin. Was ich nicht verstehe, Karten und ich glaube ein Artbook und ein Steelbook sogar und ein Schuber, keine Ahnung, ne? Naja, auf jeden Fall, ja, hier haben wir die PS2-Version nochmal, ne? Und wie gesagt, auf jeden Fall geil, ne? Ist ein cooles Spiel, ist jetzt nicht das beste Game ever. Wie gesagt, ich habe das auch mehr aus Nostalgie. Ich zock's trotzdem durch gerade, weil es macht Spaß. Es macht Spaß, ja. Warum auch immer. Ist ganz cool gemacht. Aber ist jetzt nicht das storytechnisch krasseste oder vom Gameplay her krasseste Spiel ever, ne? Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Gut, jetzt gibt's einen kurzen Cut. Ich muss mir nicht mal eine Sony-Kamera gönnen, wo es keine Aufnahmelimitierungen gibt, ne? Keine halbe Stunde und dann ist vorbei. Naja, auf jeden Fall, weiter geht's. Nochmal bei Amazon mir was gegönnt und zwar für 12 Euro inklusive. Und das war ein kleines Schnäppchen auf jeden Fall. Normal zahlt man da schon ein bisschen mehr für das Game. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Kann sein bei Metal Jesus. Ich weiß es nicht mehr. Ist es ein Disney-Game, oder? Ist das ein Disney-Game? Nee, was ist das? Doch, ist ein Disney-Game. Ich habe diesen animierten Film oder die Filme, ich habe die noch nie gesehen, aber das Gameplay fand ich cool. Es geht um Lilo und Stitch. Ja, und was mir besonders gut gefallen hat an Lilo und Stitch ist, dass es ist ein auf dem ersten Blick, also das erste Level zumindest, es sieht aus wie Metal Slug. Ja, es spielt sich wie Metal Slug. Aber ich würde es überhaupt nicht für Kinder empfehlen. Also hier steht drauf, 3 ab 3. Das ist schwer. Das Spiel ist schwer. Das hat auch nur, glaube ich, 5 Level oder so. Und dementsprechend ist das knackig. Also ich bin nicht ins zweite Level gekommen, ohne mehrmals zu sterben, bis ich den Dreh einigermaßen raus hatte, ne? Und die Gegner-Pattern mir gemerkt habe und so. Aber für einen Dreijährigen ist das gar nichts.
Und vor allem das zweite Level, da spielt man dann die Lilo. Es ist doch die Lilo, oder? Das Mädchen. In einem, man spielt die Lilo in solche, ja, so Sneak-Level, ne? So Metal Gear-Style, ne? Dass man sich da verstecken muss und dann leise an Gegner vorbei robben muss. Und da gab's eine Stelle im Spiel, ich bin da nicht weitergekommen. Ich bin an einem bestimmten Gegner nicht weitergekommen. Ich hab versucht, über ihn drüber zu springen. Man hat keine Waffen, ich konnte mich... Das ging einfach nicht. Aber zum Glück hat dieses Spiel Passwort, Saves, habe ich dann im Internet nachgeschaut und habe das Level dann übersprungen. Und das Coole an dem Game ist, es variiert, denn nach diesem zweiten Level kam auch wieder ein Shooter-Level. Hat mich ein bisschen an, wenn ich mich richtig erinnere, an Tempest erinnert. Ne? Also es ist ein Shooter, man kann sein Raumschiff quasi am Bildschirmrand so im Uhrzeigersinn und natürlich auch andersrum bewegen, so am Bildschirmrand, und muss dann halt die Gegner abschießen, die auf einen zukommen. Und ja, und danach ging es dann wieder mit einem Stitch-Level weiter, wo man wieder schießen kann, ja, so Metal-Sluggish. Hat dann auch wieder hier mehrere Waffen, verschiedene, aber sobald man getroffen wird, wird man wieder zurückgestuft mit der Waffe und so weiter und so fort. Also ja, Lilo und Stitch, wie gesagt, 12 Euro inklusive Versand. Da war dann auch soweit alles drin. Ne? Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das Spiel hier rausbekomme. Aber ihr seht schon, es gibt übrigens auch einen zweiten Teil, der ähnlich ist. Und ja, einmal Modul in schönem Zustand. Kann man nicht meckern. Und auch die Anleitung tipptopp. Ne? Also, ich denke, das ist vom Gameplay her, spielerisch, ist das gut genug für meine Sammlung. Und es wird auch bleiben. Und mal schauen, vielleicht kriege ich sogar irgendwann mal den zweiten Teil in die Hände. Ja, gut. Weiter geht's. Dann gab es vom Vincent was aus der Nerdzentrale. Für 25 inklusive Versand. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Für die PS5, The Callisto Protocol. Und wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich kann nur vom Hören sagen, dass es scheinbar ein Dead Space-Klon ist. Das Dead Space Remake will ich natürlich auch haben. Und falls es mir in die Hände fällt, bevor ich The Callisto Protocol spielen würde, von der Liste her, was ich noch gerade abarbeite, dann würde ich auf jeden Fall erstmal Dead Space vorziehen und dann The Callisto Protocol. Also es kann noch eine Weile dauern, bis ich das spiele, aber wie gesagt, vom Hörensagen ist es ein Dead Space-Klon, und es polarisiert auch so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, keiner, der irgendwie einen Mittelweg geht und sagt, es ist nur in Ordnung. Es gibt scheinbar zwei Fraktionen, die einen sagen so, nee, naja, und die anderen sagen, ey, mega geiles Spiel, atmosphärisch, grafisch, storytechnisch perfekt, aber wie gesagt, kann ich nichts dazu sagen, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Genau, das ist unsere Frage des Tages für euch. Was haltet ihr von der Callisto-Protokoll? Für 25 Euro inklusive Versand, dachte ich mal, do it, ne? So, und dann kommen wir quasi zum Ende. Und zwar war meine Mama mich besuchen mit ihrem Lebensgefährten. Und der hat mir eine Tüte mitgebracht mit Dingen drin, wo er meinte, hier, die habe ich, ich weiß, du sammelst das Zeug. Ich habe das hier im Keller rumliegen gehabt, kannst du haben. Es geht um Gameboy und ein paar Spiele. Und zwar hat er mir einen grünen Gameboy mitgebracht. Die Scheibe fehlt und er geht auch nicht an, aber sonst ist er in schönem Zustand. Auch hinten, hier ist nichts korrodiert oder wie heißt das? Ja, korrodiert, ne? Die Anschlüsse sind alle sauber, aber er springt nicht an, aber das ist kein Problem. Kriegen wir schon wieder hin. Was auch cool ist dass die Abdeckung noch dran ist für den Link-Port. Und so in schönem Zustand, der grüne Gameboy, wie gesagt, den kriegen wir wieder fit, vielleicht schicke ich dem, oder ich werde den Dr. Jan Lampata schicken, denke ich. Dann hat er mir ein paar Anleitungen rein, einmal zu Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, einmal zu Donkey Kong Land und einmal zu Hugo 2, und ich kann sagen, die sind alle auch in schönem Zustand, da ist nichts bekritzelt oder sonst was, ne, ist alles tipptopp. So, und dann hat er, wie gesagt, mir noch ein paar Games reingeworfen, da lagen noch ein paar Games dabei. Und zum einen haben wir das Alleyway. Und in meinem letzten Fun for Games Video
habe ich ja gesagt, als ich mir das Arkanoid gekauft habe. Und übrigens, Arkanoid, ich habe das im Video Arkanoid ausgesprochen, weil ich weiß ja, dass Arkanoid heißt. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ja, auf der Verpackung, das sah irgendwie aus wie ein C und ich habe das dann Arkanoid ausgesprochen. Und ich bin jemand, der immer wieder darauf pocht, wenn man so einen Channel hat. Und man muss nicht der allergrößte Wissende sein, so, ne? Ich bin bei weitem kein Allwissender über Games und ihre Inhalte und Hidden Facts und was weiß ich. Aber was mir immer sehr wichtig ist, und wenn ich auch mal da einen Fehler mache, mich auch gerne berichtigen, was sehr, sehr wichtig ist für mich persönlich, ist Spiele richtig aussprechen. Das ist mega wichtig. Wenn ich Videos sehe und Leute sprechen die Spiele falsch aus, und ich weiß, es ist Englisch, aber ne, das ist doch unser Hobby und man beschäftigt sich ja damit. Da muss man ja wissen, wie man die Spiele zumindest richtig ausspricht, ja. Eines der größten Beispiele ist Tomb Raider, ja. Alle sagen Tomb Raider. Das stimmt nicht, das heißt Tomb Raider, ja. Also, nur ein kleiner Denkanstoß von mir hier, ne. Wisst, wie man sein Zeug ausspricht. Egal, auf jeden Fall, Alleyway. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, in dem Video habe ich gesagt, dass Arkanoid ein Alleyway-Klon ist. Dabei ist Arkanoid, habe ich mir dann auch sagen lassen, ich wusste es auch eigentlich, aber ich habe irgendwie, warum auch immer, Alleyway gesagt, ist Arkanoid ein Breakout-Klon, so auch Alleyway ist auch ein Breakout-Klon. Und was ist Breakout für ein Game oder Alleyway in dem Fall? Ja, sehr geil, ich mag die Spiele, man sitzt in einer Kapsel, in dem Fall ist das Mario bei Alleyway und man kann unten am Bildschirmrand von links nach rechts und von rechts nach links, kommt eine Kugel auf uns zu und man muss sie abprallen und oben die ganzen Blöcke halt kaputt machen. Und das Spiel setzt uns in jedem Level andere Szenarien vor, also es ist sehr kreativ gemacht auf jeden Fall. Und man kann auch Power-Ups aufsammeln, dass man zum Beispiel sein Schiff verbreitert oder auch ein falsches Power-Up einsammeln, dann wird unser Schiff schmaler, dann kriegt man ein Power-Up, dann sind plötzlich 5 Bälle auf dem Bildschirm und so weiter und so fort. Ne, also Alleyway oder halt Breakout-Klone allgemein machen mir wirklich Spaß. Ne? So, als nächstes gab es Super Mario Land 2, The 6 Golden Coins. Und das ist das Game, in dem, soweit ich weiß, Wario sein Debüt gefeiert hat, denn er klaut uns unsere Burg, die wir in Teil 1 uns quasi unter den Nagel gerissen haben. Er klaut uns die weg und hat irgendwas gemacht, dass wir in verschiedenen Welten 6 Golden Coins erstmal finden müssen, damit wir überhaupt zu ihm kommen und ihn ja, da wieder rausscheuchen können. Und das ist auch eins der großen Neuerungen an dem Spiel, ist, dass es eine Overmap, eine Overworld gibt. So ähnlich wie bei Super Mario World auf dem SNES. Dass man dann quasi auch zurückgehen kann zu alten Levels und so weiter und so fort. Also es ist alles in allem und in allen Dingen dem ersten Teil überlegen, muss ich sagen. Ne? Wirklich, also grafisch, gameplay-technisch. Es ist wesentlich länger, nicht wesentlich länger, aber es ist schon ein bisschen länger, bis man das durchspielt als der erste Teil. Und aber ich mag beide gleich gut, ja. Ich mag sogar fast den ersten bisschen besser, aber auch nur aus Nostalgie, ne, muss ich ehrlich sagen. Und kommen wir zum ersten, da haben wir ihn, ne, Super Mario Land. Das ist der erste Teil. Und ich muss sagen, alle Module so auch in ganz gutem Zustand, also nichts großartig abgerissen oder abgenibbelt oder wie auch immer. Und wie gesagt, das ist der erste Teil. Sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, der einen Gameboy hatte. Und was bei dem Game auch cool ist, ist, dass Richtung Ende so ein Schmapp-Level kommt. Ne? Also man, das, was heißt Richtung Ende? Das ist sogar, glaube ich, das letzte Level. Aber ja, hier, bei dem Teil habe ich nur ein bisschen zu kritisieren, ist, dass wenn man springt und rennt, da ist so ein komischer Lag drin. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist von den Programmierern, aber ich kann es schwer erklären. Wenn man springt, dann fällt man sehr schnell plötzlich wieder irgendwie. Man denkt, man hat mehr Speed und springt weiter, als man es eigentlich tut. Das ist komisch, kann es nicht erklären. Naja, nächster Klassiker. Natürlich muss bei jeder Sammlung ein Tetris dabei sein. Und ich glaube, da muss ich auch wirklich nicht viel dazu sagen.
Reihen bilden und das war's. Geile Musik. Es gibt jetzt übrigens, oder es kommt, glaube ich, weiß nicht, ob es auf Netflix ist, ein Film über Tetris und über die Entstehung von Tetris. Wenn wer aber noch nicht warten will und so wirklich die krasse Geschichte, die dahinter steckt, ja, das war, ist ja eine russische Entwicklung und es wäre fast nicht rausgekommen, aber es ist eine krasse Geschichte. Der geht mal auf den Channel vom Gaming Historian und gibt da mal, also Gaming Historian und Tetris ein, und er hat eine ultra krasse Doku gemacht, also ultra krass, was, wie der recherchiert hat und wie das Ganze auf die Beine gestellt wurde. Absolut krass. Die Geschichte hinter Tetris, Hammer. Dann gab es ein Quirk, und in dem Spiel, ja, das ist ein Puzzler, ne? Also man fängt auf einer Seite eines Raums an, muss zum anderen Ausgang kommen, und das tut man, indem man Blöcke verschiebt und oder Treppen oder wie auch immer, und das war's, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und zu guter Letzt gab es noch ein Bombjack für den Gameboy. Was schade ist, es hatte Potenzial, das Spiel. Ich habe das erste Mal gezockt letztens. Es hat Potenzial. Es ist mehr ein Arcade-Game, oder es kommt sogar aus dem Arcade. Ja, soviel ich weiß. Man spielt diesen Jack, der auf einem Bildschirm unterwegs ist, und man muss da die ganzen, ich weiß nicht, ja, diese Bomben einsammeln, und wenn man die Bombe einsammelt, die gerade am Zünden ist, bevor man andere einsammelt, dann gibt's einen höheren Highscore und so. Und man hat drei Gegner auf dem Bildschirm, die einen, man darf sie nicht berühren, sonst ist man tot sozusagen. Und das war's. Mehr gibt's zu diesem Spiel nicht zu sagen. Dann kommt das nächste Level, und das nächste Level sieht ein bisschen anders aus und als das vorherige, und das war's. Es ist ein reines Highscore-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man das durchspielen kann. Wie gesagt, es kommt aus dem Arcade-Bereich und ja, aber es ist gut gemacht, aber jetzt nicht das geilste Game ever. Naja, das hier war vom Steffen, von meiner Mutter, ihrem Lebensgefährten. Nochmal vielen Dank an ihn. Hier habt ihr nochmal ein Komplettbild der ganzen Pickups der letzten paar Wochen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin zufrieden. Ja, kann man machen. Nice. Auf jeden Fall gute Deals. Und ja, was gab's bei euch Schönes? Highlights? Schnäppchen? Schreibt's mir in die Kommentare, und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns. Stay safe. Passt auf euch auf. Euer Ree.